Der KSV Hessen-Kassel. Was sein Ziel für die Restrückrunde ist und warum es sich lohnt, zu den Spielen ins Aue-Stadion zu gehen, das haben wir KSV-Kapitän Enrico Gäde gefragt. Die Restrückrunde wird am Samstag mit dem Spiel in Fürth beginnen. Was ist das Ziel für die letzten 13 Pflichtspiele? Unser Ziel ist, dass wir jedes Spiel angehen wie ein Endspiel. Dass wir es halt gewinnen wollen mit aller Macht. Ob es uns immer gelingen wird, das kann man natürlich nicht vorhersehen. Aber auf jeden Fall muss die Leistung, was den Einsatz, was den Willen, was den Teamgeist betrifft, immer bei 100% sein. Und dann haben wir auf jeden Fall eine hohe Chance, mehr Spiele positiv zu gestalten als in der Hinrunde. Und ein Anreiz ist wahrscheinlich auch noch der Pokal, oder? Definitiv. 3 Spiele haben wir. Bei 3 Siegen würden wir wieder im DFB-Pokal stehen. Und das hat halt einfach so Bock gemacht letztes Jahr für die Jungs, da die erste Runde gegen Düsseldorf, dass wir das natürlich wieder erleben wollen, ganz klar. Die Vorbereitung habt ihr mit einem neuen Trainer absolviert. Was macht Uwe Wolf anders als seine Vorgänger Holger Brück und vor allem auch Christian Hock? Er bringt natürlich neue Impulse rein. Das ist ganz normal, jemand Neues kommt, wird vieles verändert. Sehr viel hat sich auch gerade im physischen Bereich getan. Und da wissen wir halt auch gerade jetzt durch das Pokalspiel in Eschborn, 120 Minuten macht uns da gar nichts aus. Also da sind wir hoch und runter marschiert. Das ist auch ein gutes Gefühl, also zu wissen, man kann jederzeit wieder zulegen im Spiel und da muss sich keine Gedanken machen. Um den Aufstieg mitspielen wird man wahrscheinlich nicht mehr können in der Liga. Was sind aber die Argumente, mit denen man die Fans ins Aue-Stadion noch locken kann in dieser Restrückrunde? Ja, wieder mit ehrlicher Arbeit, definitiv. Also das ist, auch wenn es in der Hinrunde nicht so rübergekommen sein mag, aber es war immer der Gedanke von uns, dass wir halt das zeigen wollen, dass wir mit uns verreißen. Und da müssen wir wahrscheinlich noch mehr ansetzen, dass dieser Funke überspringt, wie man immer so schön sagt. Ja, dass die Fans merken, okay, diese Mannschaft, die will begeistern, das wollen wir definitiv. Und dass dann auch von den Fans wieder diese Stimmung zurückkommt aufs Feld, dass wir wieder in Einheit werden. Wir haben in den letzten Jahren so wenig Heimspiele verloren, dass das, was jetzt in der Hinrunde passiert, was eine Ausnahme sein muss. Von Unruhe nichts mehr zu spüren? Zum Glück geht es jetzt los mit den Spielen, also dass die Ergebnisse im Vordergrund stehen werden. Dafür können wir dann natürlich sorgen, ob es Unruhe gibt oder nicht. Aber definitiv ist es halt so, dass es jetzt wirklich mal gekribbelt hat, dass es losgeht mit den Punktspielen, weil dann eben, der Fokus liegt auf den Samstag dann. Okay, vielen Dank. Gerne.